Hallo an die Geräte zu Hause. Es ist Freitag, der 8. Februar. Wir haben 20:45 Uhr. Mein Name ist Christian Schlegel und vor euch liegt der DAX und der ist nach wie vor im Downtrend begriffen. Was eine Woche. Wirecard, TUI, GEA. Also fette Verluste. Richtig böse. Ob übertrieben oder nicht, das wird die Zukunft zeigen. Aber das war schon heftig, muss ich sagen. Was macht der DAX? Das ist der Chart. Eine Kerze, ein Tag. Ich mache es mal ein bisschen größer, gleich zu Beginn. Wir haben diesen Punkt hier oberhalb von der 11.500. Ich mache das Fadenkreuz mal rein, dass wir es ganz genau sehen. Das High war bei 11.568. Wir haben den nicht erreicht. Das heißt, dieser gesamte Downtrend hier, kommend von dem Mai letzten Jahres, ist nach wie vor im Takt im Sinne von tiefere Tiefs, tiefere Hochs. Noch gilt dieser Punkt. 11.568. So, jetzt haben wir also innerhalb von 4 Tagen, 1, 2, 3, dann nehmen wir den noch mit dazu, haben wir fast 500 Punkte verloren in der Spitze. Fast 500. Das ist schon viel. Jetzt sind wir hier in der Nähe des unteren Bollinger Bandes. Das ist definitiv eine Unterstützung, komme ich gleich drauf. Die gleitenden Durchschnitte drohen zu drehen, haben sie noch nicht gemacht, aber die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch, dass sie es tun werden. MACD über traditionelle und moderne Sichtweise negativ, der Oszillator weiter negativ. Gucken wir uns mal die Fibos an. Wenn ich jetzt nur die letzte Bewegung mal schaue, ist bisher noch gar nicht so viel passiert. Das ist also die von Ende 2018 bis zu dem High, was wir vor 4 Tagen hatten. Da liegt das 50er noch vor uns. Ich mache es mal größer, dass Sie es besser sehen. So, da liegt das 50er noch vor uns im Bereich 10.815. Ja, je nachdem, welchen DAX Sie da jetzt zugrunde liegen. Aber es verbindet sich mit dem unteren Band. Da wollte ich eben drauf hin. Und wir haben hier diverse Chartpunkte. Also für mich ist dieser Bereich zwischen der 10.816 und hier ein bisschen drunter, da sind wir bei 10.780, ist mal ein ordentlicher Support. Eine ordentliche Unterstützung, aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns damit beschäftigen, ist, schauen Sie sich den Chart an, relativ hoch. Also es erscheint mir doch noch zu früh zu kaufen. Manche Werte sind so abgeprügelt worden. Jetzt mal außer den drei schon bereits genannten. Ja, da war eine BMW heute dabei, da war die Deutsche Bank schon dabei. Es ist opportun zu glauben, dass, na, das ist ein bisschen heftig gewesen. Die sollten mal wieder korrigieren. Können Sie? Aber Trends sind da teilweise echt kaputt gegangen. Und da muss man wirklich ein bisschen aufpassen. Für die Leute unter euch, die auf so einen Rebound spekulieren, also sprich, er geht von hier irgendwo mal wieder hoch bis zu 20 Tage der Linie oder was auch immer, fällt mir folgender K.O.-Schein von Goldman Sachs auf, das ist eine Basis von 10.634. Da sind wir also ziemlich genau hier unterhalb des unteren Bandes und unterhalb von diesem Chart-Support und definitiv weit weg unter der 20-Tage-Linie. Das wäre durchaus eine Möglichkeit. Das ist die GA0ZD3. Ich warte damit lieber noch, aber das ist so der erste Schein für die Watchlist. Der ist noch weit genug weg. Der hat aber trotzdem auch momentan noch einen Hebel von rund 35. Gucken wir mal auf die Puts. Da gehe ich hier auf Short. Und meiner Meinung nach muss ein Put immer noch, auch wenn wir jetzt hier schon deutlicher gefallen sind, er sollte immer noch hier drüber liegen, über der 11.370. Nehme ich den Hebel ein bisschen runter und komme auf sowas hier. 11.394,90. Ändert sich ja jeden Tag. Auch ein unlimitierter Schein, ebenfalls von Goldman. Das ist die GM98MJ. 11.394,90. Wie gesagt, wird sich jeden Tag ändern. Das ist der Schein, den ich hier suche, weil ich muss natürlich jetzt immer mal auch mal wieder mit so einer kleinen Korrektur hier rechnen. Aber für mich ist der Markt momentan gestört. Sagen wir es mal so. Ganz einfach gestört.
Ich muss den nicht long gehen, noch nicht. Ja, der soll sich noch ein bisschen austoben. Der Dow tut es auch gerade eben mit einem halben Prozent im Minus bei 25.032. Man muss immer wieder mit der kleinen Korrektur nach oben rechnen. Dafür ist der Widerstand die 20-Tage-Linie 11.109. Aber allein schon die 11.000, sagen wir mal 20 wieder zurückzuholen, wäre schon mal eine Leistung vor dem Hintergrund der heutigen Kurse. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.